So, aufs Oberdeck brauchen wir nicht gehen, da wird wohl keiner sein. Mal schauen, ob die Miss Miller jetzt allein hier ist. Nein, mit denen möchte sie bestimmt immer noch nicht sprechen, oder? Professor Lucien könnte mir sicherlich alles erzählen, was es zu Nofretete zu wissen gibt. Aber er könnte sich auch erinnern, dass ich in London in seinem Museum war. Besser, ich spreche ihn nicht an. Schade. Professor Lucien könnte mir sich... Aber er... Okay, was könnten wir denn da tun? Ich weiß es nicht so richtig. Reicht das schon, was wir haben? Ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Denn wir wissen zwar den Löwen jetzt, auch wenn das sehr weit hergeholt war, muss ich mal zugeben. Aber mehr haben wir eigentlich noch nicht an Infos. Können wir jetzt noch irgendwas hier rausholen? Dr. Gebhardt? Ja? Kapitän. Ich habe mit dem Kapitän gesprochen. Der sah nicht gut aus. Ist er krank? Sie werden verstehen, dass ich mit Ihnen nicht die Krankengeschichte eines meiner Patienten besprechen kann. Warum? Halten Sie mich für zu dumm? Das meinte ich nicht. Ich unterliege der Schweigepflicht. Ich habe gefragt, ob der Kapitän krank ist und Sie haben ihn einen meiner Patienten genannt. Haben Sie damit meine Frage nicht beantwortet? Was wollen Sie? Ich muss weiter. Gott sei Dank. Ja, immer wieder sympathisch. Okay, wir schauen nochmal unten. Vielleicht steht ja jemand zufälligerweise unten rum. Kann ja durchaus möglich sein, zum Beispiel der Inspektor. Aber sieht nicht danach aus. Der ist wahrscheinlich noch hochgradig damit beschäftigt, den Raben zu fangen oder zu suchen. Hier wird bestimmt zu sein, oder? Der Doktor steht oben und vermutlich hat er die Tür abgeschlossen. Ja, dachte ich mir. Okay, ansonsten gibt es hier unten nichts. Wobei, vielleicht steht in den Zeitschriften ja irgendwas drin. Wäre seltsam, aber ist ja eine Kunst- und Kulturzeitschrift gewesen, ne? Ob mir die Kunstzeitschrift bei den Symbolen weiterhilft? Ja. Also doch Lesezeit. Tatsächlich. Ein Artikel über verschiedene Kunstwerke und wie sie den Zweiten Weltkrieg überstanden haben. Und hier ist auch ein Bild der Büste der Nofretete. Das einzigartige ägyptische Kunstwerk wurde 1913, Ausfuhrgenehmigung nach Deutschland, Zweiter Weltkrieg, Tresor der Reichsbank, dann Flakbunker, schließlich Stollen eines Salzbergwerks, verhinderte Ausfuhr der Büste in die Vereinigten Staaten, seit 1956 wieder in Berlin. Freuen uns sehr, bla 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 bla, demnächst im Ägyptischen Museum von Berlin und hoffentlich irgendwann in einem wiedervereinigten Berlin auf der Museumsinsel. Okay, die Büste der Nofretete befindet sich also in Berlin. Ja. Und welches Tier befindet sich im Wappen der Stadt? Der Berliner Bär. Es ist ja auch Berlin. Ich brauche nur noch ein Tier. Stimmt, die steht im Pergamon-Museum rum, wenn ich mich recht entsinne. Da war ich, glaube ich, sogar schon mal drin. Okay, haben wir das? Wir haben noch offen Guernica und Albrecht Dürer, soweit ich mich entsinne. Ansonsten war noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das waren die zwei anderen Hinweise, die wir noch hatten. Sehe ich jetzt gerade erst, der spiegelt sich ja hier hinten. Okay, wo könnten wir jetzt noch was rauskriegen? Können wir vielleicht nochmal Lady Westmacott fragen? Vielleicht haben wir jetzt noch irgendeine andere Fragemöglichkeit, noch irgendwas, was wir ansprechen können. Die Lady ist kein Freund seichter Gespräche, was ich sehr schätze. Ich sollte sie erst wieder ansprechen, wenn ich ein echtes Anliegen habe. Schade. Okay, was haben wir noch? Könnten wir noch mit Kapitän DiConti, wenn wir jetzt sicher nicht mehr können, könnten wir vielleicht Adil fragen? Dann müssen wir ihn halt mal wecken. Da muss er dann mit leben. Ich frage mich auch, wo Mr. Inch jetzt gerade hin ist, ehrlich gesagt. Der muss ja eigentlich auch irgendwo rumkrebsen. Oh, Adil ist weg. Oh, er duscht gerade, wie es scheint. Adil? Unter der Dusche? Ja. Ich habe das Geheimversteck gefunden. Hervorragend. Und der Stein? Ich arbeite dran. Schreit doch noch mehr herum. Aber Adil wird uns bestimmt helfen können, nehme ich an. Adil? Ja? Na, mal schauen. Ich wäre in der Kabine der Baronin fast erwischt worden. Was ist passiert? Ich weiß auch nicht. Irgendein Mann kam rein und ich konnte mich gerade noch unter dem Bett verstecken. Vielleicht ein Steward, der die Kabine aufgeräumt hat. Zerbrich dir nicht deinen hübschen Kopf. Tausch das Auge aus und dann komm schnell zurück. Ich habe eine Überraschung für dich. Ach. Ich glaube, diese Überraschung wird mich nicht wirklich überraschen. Das Geheimversteck ist mit einem Kombinationsschloss gesichert. Kannst du es knacken? Nicht ohne Spuren zu hinterlassen. Ich brauche die Kombination. Irgendwelche Hinweise?
eine Gedächtnisstütze, verschiedene Kunstwerke. Auf dem Schloss gibt es Tiersymbole. Die Kunstwerke könnten irgendwie auf bestimmte Tiere verweisen. Nee. Was du nicht sagst, großer Meister. So weit war ich auch schon. So ein Sherlock. Wegen der Kombination. Ja? Ach gut, wir können jetzt mal fragen. Sehr gut. Alberto Duerrero. Was ist mit dem? Was ist sein bekanntestes Kunstwerk? Schwer zu sagen. Er hat viel gemacht. Er war ein Pionier des Holzschnitts und der Drucktechnik. Die Baronin hat sein Monogramm als Hinweis hinterlassen, nicht den Namen eines seiner Kunstwerke. Es muss also ein Bild geben, das jeder sofort mit ihm verbindet. Nein, nicht, dass ich wüsste. Obwohl, er hatte ein bevorzugtes Motiv. Und zwar? Sich selber. Es sind etliche Selbstporträts erhalten. Das ist es. Okay. Der Künstler ist zugleich das Kunstwerk. Klingt logisch. Das bekannteste Selbstporträt hängt im Prado in Madrid. Ich habe es vorletztes Jahr mit eigenen Augen bewundert. Hat Madrid so etwas wie ein Wappentier? Sicher. Einen Bären. Man findet wieder Bär? Ihn auf dem Wappen und überall in der Stadt. Schon wieder ein Bär? Wie in Berlin? Warum nicht? Auch bei Zahlenschlössern kommen dieselben Ziffern häufiger vor. Stimmt schon. Also der Bär. Gewiss. Das war's. Mit dem dritten Tier habe ich alles, was ich brauche. Das vierte Tier kann ich durch Ausprobieren herauskriegen. Aber ich könnte natürlich auch noch das vierte Symbol enträtseln, um sicher zu gehen. Ach, ich glaube, das machen wir, oder? Also wenn wir es irgendwie schaffen, das rauszufinden. Guernica. Klingt spanisch, oder? Ja, das ist eine Stadt im Baskenland. Hat sie ein Wappentier? Oder vielleicht die Region? Keine Ahnung. Ich war nie da. Ich kenne sie nur, weil die Stadt im spanischen Bürgerkrieg von den Nazis zerbombt wurde. Nazis im spanischen Bürgerkrieg? Nicht offiziell natürlich. Eine wehrlose Stadt, auf Wunsch von General Franco von seinen Freunden aus Deutschland in Schutt und Asche gelegt. Ja. Picasso hat ein berühmtes Bild darüber gemalt. Tatsächlich? Hängt es in Spanien? Dummerle. Solange der General in Spanien das Sagen hat, würde das wohl kaum erlauben. Wo hängt es dann? Keine Ahnung. Paris vielleicht? Picasso lebt dort schon lange im Exil. Vielleicht hilft mir nicht weiter. Ah, okay. Nee, Rätsel gelöst. Na gut, können wir ja machen. Ich habe die Kombination. Glaube ich zumindest. Das ist meine Freundin. Ich hole mir jetzt das Auge. Danach komme ich zurück und wir könnten etwas feiern. Juhu! Ich mache mich wieder auf den Weg. Verbrauch nicht das ganze heiße Wasser. Aber niemals. Sympathisch. Okay, hat uns sehr geholfen. Deswegen auch die Sache mit Albrecht Dürer und Alberto Durero, weil Adil wahrscheinlich mit Albrecht Dürer nichts hätte anfangen können. So, haben wir nochmal einen Hinweis gekriegt? Wir müssen jetzt, also daher kannte ich Guernica auch, aber ich hätte auch nicht gewusst, dass das halt uns bringt. So, wen könnten wir da fragen? Vielleicht Lady Westmacott nochmal. Die könnte uns da vielleicht am ehesten helfen, denke ich mal. Lady Westmacott? Ja? Paris oder Picasso. Es muss aufregend sein, all die berühmten und mächtigen Leute dieser Welt zu treffen. Ich halte mich vom gesellschaftlichen Leben so fern wie nur möglich. Zu oberflächlich, zu langweilig. Aber einige dieser Leute müssen doch aufregend sein. Haben Sie mal Picasso getroffen? Puh. Dem hat man so oft gesagt, dass er ein Genie sei, bis er es selbst geglaubt hat. Aber seine Bilder sind beeindruckend. Guernica zum Beispiel. Naja, es ist groß, das muss man ihm lassen. Musste er nicht aus Spanien fliehen? Ja, vor den Faschisten. Aber nicht nur er. Auch viele seiner Gemälde. Guernica hing zum Beispiel in New York, wenn ich mich nicht irre. Im Museum of Modern Art. Er hat es einer zukünftigen spanischen Republik vermacht. Und bis dahin hängt es in New York? Ja, seit Jahren schon. Waren Sie schon einmal in New York? Um Himmels Willen, was will ich denn da? Wir haben das Original York in England, das reicht. Das heißt, Sie wissen nicht zufällig, welches Wappentier New York hat? Nein, vermutlich einen Adler. Hat doch alles was mit Adlern zu tun da drüben. Darf ich mich verabschieden? Sie dürfen. Sehr gut. Okay, zählt das jetzt schon? Vielleicht können wir nochmal die Conti fragen, wer weiß. Ich glaube, in New York oder in den USA. Kapitän Di Conti? Ja, bitte. Na gut. Sie als alter Seebär waren doch bestimmt schon oft in New York. Ei, eigentlich ist das Mittelmeer mein Revier. Aber ich bin auch schon öfter über den Atlantik geschippert. Jedes Mal ein großer Moment, wenn die Freiheitsstatue am Horizont auftaucht. Wissen Sie zufällig, was das Wappentier New Yorks ist? Nein. Vielleicht ein Adler?
Ich schaue mich mal weiter um. Tun Sie das. Okay, keiner weiß es so richtig. Das ist auch unglaublich weit hergeholt alles, muss ich zugeben. Aber naja, was soll's. Gut, der bringt uns nichts. Vielleicht müssen wir doch nochmal mit Dr. Gebhardt sprechen. Dr. Gebhardt? Ja? Haben Sie schon mal von einem Picasso gehört? Nun reicht es aber. Ich sage es Ihnen so freundlich, wie ich kann. Lassen Sie mich jetzt bitte in Ruhe. Morgen können wir über all dieses belanglose Zeug sprechen, wenn es dann unbedingt sein muss. Ich muss weiter. Gott sei Dank. Der ist aber auch unglaublich angespannt, ne? Jetzt vielleicht nochmal Adil. Draußen mit denen können wir ja immer noch nicht sprechen. Also wir sind ja fast dran. Ich möchte es gerne komplett rauskriegen. Da ich mir vorstellen kann, dass das auch für die Punkteanzeige irgendwie von Interesse ist. Adil? Ja? Wegen der Kombination. Ja? Sie hat schon gesagt, dass sie es raus hat, aber naja, was soll's. Guernica hängt in New York. Okay. Hast du eine Ahnung, was das Wappentier New Yorks ist? Ein Adler? Hat doch alles was mit Adlern zu tun da drüben. Das höre ich nun schon zum zweiten Mal. Aber nein, ein Adler kann es nicht sein. Ich mache mich wieder auf den Weg. Verbrauch nicht das ganze heiße Wasser. Aber niemals. Der Adler kann es nicht sein, ist auch interessant. Okay, dann weiß ich gar nicht, wo wir jetzt das rausfinden könnten, ehrlich gesagt. Irgendjemand muss uns da doch helfen können. Aber wen haben wir denn jetzt überhaupt noch? Also eigentlich haben wir ja niemanden mehr, oder? Dr. Gebhardt. Seltsamer Vogel. Ich frage mich, was oder wen er im Salon beobachtet. Es wirkt, als warte er auf etwas. Und mit jeder Minute steigt seine Nervosität. Genau, mit dem können wir nicht mehr sprechen. Oder doch, können wir offenbar schon. Seltsamer Vogel. Ach nee, doch. Es wird... Gut, also nochmal in den Salon. Können wir denn mit irgendjemandem hier noch was besprechen? Die Lady ist echt. Gut, das hatten wir. Mit ihm gibt's auch nichts mehr. Ich weiß nicht warum. Viele Menschen öffnen sich mir gegenüber. Ist das eine Gabe oder ein Fluch? Es muss schrecklich sein, am Ende seines Lebens verbittert zurückzublicken. Vor allem, wenn es ein großes Leben hätte sein können. Verständnisvolle, hübsche junge Frau, die entgegen des ersten Eindrucks doch sehr tiefgründige Gespräche zulässt. Klar, warum nicht? Weckt Vertrauen. Okay, was haben wir noch? Wir müssen noch irgendwo das rausfinden können. Ich weiß nicht, ob wir noch mal unten in die Zeitung schauen können oder so. Aber warum sollte es da drin stehen, ist die andere Frage. Hier oben ist ja nichts mehr. Okay, wir gehen nochmal runter und schauen nochmal in die Zeitung. Vielleicht hilft uns das doch nochmal irgendwie weiter. Ich will das rauskriegen. Also wir könnten es natürlich auch so schon öffnen, aber ich würde es gerne richtig rauskriegen. Okay. Die Büste der Nofretete steht in Bett. Ja, das hatten wir schon. Mehr hat sie da auch nichts zu sagen. Mehr haben wir hier auch nicht. Vielleicht nochmal das Schiffsmodell, das bringt uns ja eigentlich auch nichts. Ob können wir uns das nochmal anschauen? Vielleicht war es ein Besatzungsmitglied, das sich mit dem Bau des Modells die langen Nächte auf See vertrieb. Nur jemand mit viel Zeit und Liebe zum Objekt kann solch ein Modell bauen. Okay, mehr gibt's denn dazu auch nicht. Also wieder nach oben. Wo haben wir noch was, ist die Frage. Wo können wir noch nachschauen? Die Sache ist ja, Miss Miller war ja in New York. Komm, wir, nicht in New York, in Amerika. Ich probiere jetzt nochmal kurz hier. Beziehungsweise, sie war nicht in Amerika, sie ist Amerikanerin. Vielleicht kann sie mir da helfen. Muss doch möglich sein. Ach scheiße, jetzt geht die Treppe rauf. Ach, das ist ja nicht zum ersten Mal passiert. Das ist mir mit Zellner ja auch schon öfter passiert. Im Kapitel 1. Okay, darfst direkt wieder runtergehen. Ich möchte es noch rausfinden, bevor wir uns nach drüben machen. So, vielleicht spricht sie ja jetzt mit denen. Das wäre sehr schön. Weil Miss Miller ist eigentlich der perfekte Anlaufpunkt, um das zu besprechen. Aber wir können die auch gar nicht auswählen. Shit. Wie könnten wir das rauskriegen? Matt wird wahrscheinlicherweise, der ist auch nirgendwo zu sehen, also der wird wahrscheinlich im Bett sein. Was können wir denn... Ah, es muss dann da irgendeine Möglichkeit geben, das rauszufinden. Ich weiß es nicht.
Ich glaube, ich probiere mal abseits der Aufnahme ein bisschen rum und wenn ich dann was gefunden habe, dann sehen wir uns wieder. Deswegen mache ich jetzt mal hier eine Speicherung. Neuer Spielstand, genau. So, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das rausgefunden habe. Also bis gleich.